Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Liebe ohne Grenzen. Schön, dass du hierher gefunden hast. Vielleicht wurdest du heute zu mir geführt und kennst mich noch gar nicht, weil du das Thema Eifersucht hast und da mal ein bisschen näher hinschauen willst. Ich möchte mich dir vorstellen. Ich bin Pamela Urban und die Gründerin von Women Mentoring. Ich helfe dir als Frau, in dein wahrhaftiges Frausein zu kommen und bei der Erfüllung deiner Herzenswünsche. Und als deutschsprachige Frau hast du zu mir jetzt hierher gefunden, weil dein momentan größter Herzenswunsch eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit einem arabischen Mann im Moment nicht in Erfüllung gehen will, weil es da so große Herausforderungen gibt und weil sich das noch immer nicht erfüllt hat. Und du das Gefühl hast, ich weiß nicht mehr weiter. Du bist auf der Suche nach Lösungen und dann wurdest du hier auf meinen Kanal geführt. Oder zu meinem Kanal. Ich möchte dir hier als deutschsprachige Frau die unterschiedlichen Gründe dafür erläutern, benennen, mit ihnen auf den Grund gehen, sie dir aufzeigen, und bewusst machen, aber auch Lösungen aufzeigen, die dazu beitragen, dass du eine erfüllte, glückliche Beziehung mit dem arabischen Mann eingehen kannst. Ja, und dass du auch erkennst, woran hängt es, was ist das Problem. Ja, und es ist schön, dass du hierher zu mir geführt wirst. Von daher freue ich mich total, und denn nichts im Leben ist Zufall. Es fällt uns zu, was fällig ist. Von daher, gib mir gerne einen Daumen hoch für meine Videos oder nein, und abonniere meinen Kanal. Einfach auf die Glocke drücken. Und dazu verhilfst du zum Wachstum. Dadurch kann, wenn du dann deinen Like gibst, kommentierst oder die Glocke drückst und damit verhilfst du dem Kanal zu einem Wachstum, zu mehr Wachstum, zu mehr Sichtbarkeit, und du verpasst natürlich keines meiner Videos. Wie du schon gemerkt hast, sind meine Videos nicht in regelmäßigen Abständen. Es dauert manchmal eine ganze Zeit, bis ich ein neues Video drehe. Das liegt einfach daran, dass ich in der Zwischenzeit auch Recherche angehe, Recherche betreibe in der Zusammenarbeit mit deutschsprachig gesprochenen betroffenen Frauen. In der Zusammenarbeit kristallisieren sich dann die Themen immer raus und ich kann dann dazu ein Video machen. Und bevor ich das mache, stelle ich dann eine Recherche an und schaue, wie ich dieses Video komprimiert dir beitragen kann, wie ich das für dich zusammenstellen kann, was ich da sehe, was ich da aufbaue, wie ich das Video aufbaue und wie ich dir helfen kann. Ja? Im heutigen Video möchte ich dir einen weiteren Grund nennen, weshalb deine Partnerschaft auf Augenhöhe mit deinem arabischen Mann noch nicht möglich ist. Es geht um das Thema Eifersucht. Die Sucht, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Ja, das kennen wir alle, den Spruch. Denn krankhafte Eifersucht kann dein gesamtes Leben massiv beeinträchtigen. Die kann dich in der Kontrolle halten. Und die zieht sich durch dein Leben wie so eine ätzende Säure und hat so einen ganz heftigen Geschmack. Und wenn die sich in der Kontrolle hat, deine Eifersucht dich in Kontrolle hat, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl von Fremdbestimmtsein, von sich ganz unwohl fühlen. Und wir wollen heute auch schauen, was sind die Gründe für deine Eifersucht. Und im nächsten Schritt möchte ich genau mit dir hinschauen, was denn die Ursache für die Eifersucht, für die manchmal wahnhafte Eifersucht deines arabischen Partners ist. Ich möchte gerne einen Zusammenhang für dich herstellen. Und wenn du meine Videos schon länger verfolgst und auch vielleicht in meiner Facebook-Gruppe bist, Soul Love, lebe deine Seelenliebe, die Schlüssel für eine erfüllte Seelenpartnerschaft, dann weißt du mittlerweile schon sehr genau, dass das Gegenüber, der Partner auf der anderen Seite, immer ein Spiegel für unsere Schattenanteile ist.
das, was wir im Unterbewusstsein haben, was uns nicht bewusst ist, was wir abgespalten haben, was im Schatten liegt, sozusagen in unserem Keller, wo wir nicht hingucken wollen. Das haben wir da reingepackt, ins Regal gestellt, Tür zugemacht und weg, weil es einfach unangenehm ist. So, jetzt wollen wir aber mal schauen, wie wir in erster Linie, wie du für dich schauen kannst, wenn du mit dem Thema Eifersucht konfrontiert wirst. Und jetzt kommen wir auf den springenden Punkt. Wenn du sagst, Mensch Pamela, dieser Mann ist krankhaft, wahnhaft, eifersüchtig, der macht mir das Leben zur Hölle, sowas gibt es doch gar nicht. Nein, dann darfst du vorausgehen oder erkennen und wahrnehmen und dir eingestehen, dass er mit diesem extremen Verhalten dir gegenüber, aus welchen Gründen, das schauen wir uns später an, dir spiegelt, dass auch du an Eifersucht leidest. Du bist dir dessen nur nicht bewusst und du hast es verdrängt. Du hältst vielleicht dein Verhalten für normal und interpretierst es gar nicht als Eifersucht. Oder du sagst, ich kann nicht mehr schlafen, die Eifersucht hat mich im Griff, das ist die Hölle. Pamela, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich habe Kopfkino und ich weiß dann, ich bin wie fremdgesteuert, ich mache ganz komische Sachen, obwohl ich das nicht will. Genau. Also es kann beides der Fall sein. Fühl für dich rein, womit gehst du in Resonanz. Also wenn du das Gefühl hast, ach nee, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, ich begegne nur immer eifersüchtigen Menschen und der arabische Mann, der macht mich besonders verrückt, der ist krankhaft, wahnhaft eifersüchtig, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du deine Eifersucht bewusst nicht wahrnimmst, dass du sie in den Keller gesperrt hast und da in die Kiste gesperrt hast und das Licht ausgeschaltet hast, die Tür zugemacht hast, den Schlüssel weggedreht hast und weggeschmissen hast. Und dass dir das nicht bewusst ist. Und deswegen wollen wir, bevor wir dein Gegenüber anschauen, deinen arabischen Mann anschauen, wollen wir deine Aufmerksamkeit mal auf dich selbst lenken. Und ich möchte gerne dich einladen, dass du dir mal die Frage stellst, was hast du schon versucht, um, wenn du dir deine Eifersucht bewusst ist oder der Partner eifersüchtig ist, was hast du schon versucht, um da rauszukommen? Welche Lösungen hast du schon angestrebt? Das kannst du auch gerne mal in die Kommentare schreiben, da bin ich immer sehr gespannt, um mal zu hören, was ist dir gut gelungen und wie hast du dann deine Eifersucht oder die des Partners vielleicht in den Griff gekriegt? Wobei das nicht der gute, passende Ausdruck ist. Also. Und um das zu klären, müssen wir jetzt mal schauen, wo kommt denn die Eifersucht bei dir her? Wir sind jetzt erstmal ganz bei dir, die du jetzt hier zuschaust. Wo kommt deine Eifersucht her? Wenn du jetzt erkannt hast, ja, ich bin eifersüchtig, ich mache ganz komische Sachen. Oder du hast im zweiten Schritt erkannt, der ist so auf der anderen Seite so extrem eifersüchtig, ich erkenne an, ich nehme wahr, dass er mir damit einen Schattenanteil spiegelt, den ich nicht wahrhaben will. Er ist nur mein Spiegel. Also, was ist der Ursprung deiner Eifersucht? Woher kommt sie? Und wie ist sie entstanden? Wenn ich immer mal nach unten blicke, ich habe mir heute ganz viel notiert, dass ich den Faden nicht verliere, damit ich nicht wieder, wer weiß wie weit, ausholen muss. Das heißt, du musst deine krankhaften Eifersucht, wenn du sagst, ich habe ständig Kopfkino, ich muss ins Stalken etc. pp., das ist krankhaft und wahnhaft, du musst deine Eifersucht auf die Spur kommen. Wo hast du in deinem Leben, in deiner Kindheit, denn da kommt sie her, irgendwann Anlass gehabt, dass diese eigentlich kleine Energie und Kraft so viel Macht über dich gewonnen hat? Dass die so eine Übermacht gewonnen hat. Was war der Anlass dafür? Und dazu möchte ich mal in die Evolution ausschweifen, wozu die Evolution die Eifersucht genutzt hat und wofür in der Evolution im zwischenmenschlichen Zusammensein Eifersucht sogar gut war. Ja, und zwar, in der Evolution hat die Eifersucht dafür gesorgt, dass wenige Kuckuckskinder entstehen. Also, dass dem Mann keine fremden Kinder untergejubelt werden konnten, wo es dann hieß, das sind deine Kinder und du hast die großzuziehen. Ja? Oder ein Mann noch irgendwo andere Kinder zeugt. Also einmal ist es der Mann und einmal ist es die Seiten der Frau. Dazu ist die Eifersucht in der Evolution eingesetzt worden. Ja?
Hier ist sie nötig, um die Familie zu schützen. In jedem Fall diente sie zum Schutz der Familie. Und die hat sich sicher auch da immer wieder gleich gezeigt, dass man den anderen kontrollieren muss, dass man aufpassen muss. Genau, so. Doch heute ist diese Kraft total veraltet. Und weil da heute nicht mehr so viel Acht drauf gelegt wird, zumindest in unserer westlichen Kultur. In der Kultur deines arabischen Partners sieht es nochmal anders aus und das schauen wir uns dann auch an. Also, sie ist eher krankhaft geworden und wahnhaft. Also sie hat nicht mehr im normalen Miteinander gedient und hat zum Schutz der Familie gedient. Mittlerweile hat sie wirklich krankhafte Züge angenommen und wahnhafte Züge. Und wenn das so ist, dann hast du ein massives Problem. Denn in deinem emotionalen System, das ganze emotionale System, sind dir die Sicherungen durchgebrannt. Und damit hat dir das ganze System flachgelegt. Dein ganzes emotionales System ist dir durch die Eifersucht, über die wahnhafte Eifersucht, sind dir die Sicherung durchgebrannt und du weißt, wie das ist, wenn im Haus die Sicherung durchbrennt, dann geht gar nichts mehr, dann steht die ganze Elektrik still und so ist es bei dir in deinem emotionalen System. Das heißt, wenn wahnhafte Eifersucht da ist, krankhafte Eifersucht, blockiert die deine ganzen Emotionen und bestimmt deine Emotionen. Dann kannst du an nichts mehr anderes denken, du kannst nichts mehr anderes fühlen. Das ist so heftig, dass du Kopfkino hast und dass da sich Gefühle von Hass, Eifersucht, Wahn, Rache, Kontrollsystem und dass du da nicht mehr klar denken und fühlen kannst. Ja, dass du davon besessen bist. Und damit ist das ganze andere emotionale System lahmgelegt. Das heißt, du musst immer aufpassen, muss mal gucken. Ja, genau, und das feuert ständig. Also das feuert ständig und du musst ständig aufpassen bei allen Anlässen in deinem Leben. Aufpassen, ob da was nicht stimmt. Du bist ständig in Hab-Acht-Stellung, du bist ständig in Alarmbereitschaft und beobachtest dein ganzes Leben daraus, um zu kontrollieren, ob da was nicht stimmt, ob du da Vorkehrungen treffen musst, ob du da nicht belogen oder betrogen wirst. Ja? Und was da nicht bei deinem Partner stimmt. Also du bist da sehr fixiert auf ihn. Jeder kleine Blickkontakt, jede kleine Veränderung, jedes kleine Verhalten wird bei dir durch dieses System darauf geprüft, ob da irgendwas nicht stimmt, ob du Grund hast, zur Eifersucht, ob du es da mit einem Fremdgänger zu tun hast. Tja, und wir wissen ja, dass sich deswegen ein arabischer Mann perfekt als Spiegel eignet mit seinem Verhalten. Und du weißt jetzt sehr genau, von was ich spreche. Da wird wahrscheinlich bei dir so ein ganzer Film ablaufen. Die arabischen Männer eignen sich hervorragend mit ihrer Prägung, ihrer kulturellen, religiösen Prägung, ihrem Bild von Frauen, ihrem Frauenbild perfekt dazu, dass du deine Eifersucht getriggert bekommst. Ja, genau. Und er mit seinem Verhalten ständig deine Eifersucht anpiekst, Salz in die Wunde streut. Ja, das heißt, er macht dich so darauf aufmerksam, dass du da noch ein unerlöstes Thema hast, dass du da was in deinen Keller gepackt hast, wenn es dir nicht schon selbstbewusst war. Ne? Also wenn es dir nicht bewusst war, dann weißt du spätestens jetzt, dass da etwas nicht stimmt und er damit nur dein Spiegel ist. Dass du ein Schattenthema in dir trägst, das dir bisher vielleicht noch gar nicht so richtig bewusst war. Du hast immer gedacht, warum habe ich immer nur eifersüchtige Menschen in meinem Leben oder Partner? Ich kann überhaupt nicht verstehen, was da los ist. Und dann spiegelt er dir das mit seiner besonderen kulturellen, religiösen Prägung, dass du ein Thema selbst in deinem Schatten, in deinem Unterbewusstsein hast. Du dieses aber immer bisher recht schlau kompensiert hast, indem du dich, wie vorhin beschrieben, verhältst, kontrollhaft. Du stalkst, dein System knallt durch, du hast extreme Gedanken. Ja? Und dein emotionales System andauernd austickt. So bei jeder Kleinigkeit ausrastest emotional und hochgehst wie eine Bombe.
Und sowohl du als auch dein Partner umgekehrt, darauf gehe ich dann später im nächsten Teil ein, ihr leidet beide darunter. Ihr leidet beide unter Eifersucht und dadurch belastet ihr eure Beziehung enorm. Und das kann schon ganz schön heftige Auswüchse annehmen. Aber die gute Nachricht ist jetzt, das wollen wir ja mal nicht vorenthalten, dass du das jetzt wieder in den Griff und in die Ordnung bringen kannst. Und dich und deinen Partner künftig davor schützen kannst. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei dir und im nächsten Teil gucken wir, wie du das auf den Partner beziehen kannst. Hierzu kann ich dir ein wenig Detektivarbeit empfehlen. Die kann hier sehr nützlich sein, indem du dir deine Kindheit einmal anschaust, ja, und Nähe anschaust, da mal tiefer gehst. Das könnte ein sehr tiefgehendes Erlebnis in deiner Kindheit gewesen sein, was dazu beigetragen hat, dass du heute, dass diese Eifersucht in dir damals ausgelöst hat, ja. Und weil du das nicht aushalten konntest, das ist ein sehr tiefgehendes Thema, weil du das nicht aushalten konntest und es als Schutz in dein Unterbewusstsein gesperrt hast. Das heißt, das war so tiefgehend, das hat dich so schmerzhaft angetriggert, das hat so einen Schmerz in dir ausgelöst und dann hat dein Schutzsystem dafür Sorge getragen, dass du das in dein Unterbewusstsein gedrängt hast und in deinem Körper ist es eingefroren. Ja, und es kann sein, dass du die Eifersucht auch irgendwo in deinem Körper wahrnimmst, wo ich dann auch später noch drauf eingehe. Ja, es ist in deinem Körper eingefroren. Und so könnte es sein, dass du eventuell durch den Tod eines nahestehenden Menschen, eines Elternteils, ja, diese Eifersucht, dieses tiefgehende, diesen Schmerz erfahren hast. Meist der Vater in deiner Kindheit die Familie verlassen hat, also nur, ne, dass der Vater in deiner Kindheit die Familie verlassen hat und wenn er da war, aber emotional und für dich nicht verfügbar war. Der war nur körperlich anwesend, aber du hast keine emotionale Verbindung zu ihm aufbauen können. Familie verlassen hat, weil er vielleicht eine neue Familie hat und einfach ja, für dich nicht zur Verfügung stand. Das war für dich damals nicht kontrollierbar als Kind. Du konntest es nicht kontrollieren, du konntest es nicht steuern, das Verhalten. Und hat sich damals in dir abgespeichert als Urinformation. Wertvolle Nahmenschen können plötzlich weg sein oder überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Und wenn du diese Urinformation in dir gespeichert hast in deinem System, dann passiert Folgendes. Du projizierst das jetzt im Heute auf deinen Partner oder auf dir nahestehende Menschen. Also, welche Personen können das gewesen sein in deiner Kindheit, die ein so tiefgehendes Erlebnis bei dir ausgelöst haben? Neben den Eltern können das nahestehende Verwandte gewesen sein, eine ganz liebe Oma, ein Opa, Onkel und Tanten, also Freunde, aber auch Partner sein, ehemalige Partner oder ja, gewesen sein, dass du vielleicht das nicht in deiner Kindheit erlebt hast, sondern vielleicht bei deinem ersten Partner, in deiner Jugend, du den ersten Partner hattest und der das in dir ausgelöst hat. Es ist besonders unangenehm, also das ist ganz schön heftig, wenn du damit schon aufgewachsen bist, also wenn du das von deiner Kindheit auf angenommen hast, ja, dass zum Beispiel deine Eltern schon sehr eifersüchtig aufeinander waren, dass du dann erlebt hast, dass dein Vater auf die Mutter und umgedreht eifersüchtig war, dass die Mama den Papa kontrolliert hat oder umgedreht, ja. Oder können hier der Ursprung für deine Eifersucht auch sein, also dass die Eltern dir das vorgelebt haben und die wiederum haben es von ihren eigenen Eltern erlebt, weil die vielleicht auch nicht damit umgehen konnten und so haben die sich das bei ihren eigenen Eltern abgeschaut und waren auch nicht in der Lage, damit umzugehen. Und so hat sich das von Generation zu Generation fortgesetzt. Und du bist jetzt diejenige, die praktisch diese Stilblüte oder dieses Unangenehme, diese Energie wahnhaft lebst. Also wo du einfach sagst, woher kommt es her? Ich verstehe das nicht, das treibt mich an, ich fühle mich wie getrieben, ich finde das ganz unangenehm, weil du das vielleicht schon von Generation zu Generation so vorgelebt bekommen hast. Das kann auch ein Grund sein. Ne? Also,
muss gerade mal gucken. Ja, genau, die haben es auch dann von ihren Großeltern gelernt. Hier ist es jetzt für dich im Hier und Jetzt wichtig, dass du nicht sagst, das habe ich so geerbt. Bei mir sind alle in der Familie eifersüchtig. Das ist so bei uns, ja. Meine ganze Familie leidet unter Eifersucht. Sondern ich werde diese Tradition hier und im Jetzt unterbrechen. Ich lasse das nicht weiter da laufen. Das wäre eine ganz wichtige Entscheidung für dich. Und bevor wir uns anschauen, wie du das tun kannst, möchte ich natürlich jetzt auch auf deinen arabischen Partner eingehen und schauen. Denn genau er spiegelt dir ja mit seiner extremen Form der Eifersucht, dir ja deine eigene Eifersucht, haben wir ja schon festgestellt. Vielleicht ist er sogar derjenige, den das mit deiner extremen Verhalten, dem das mit seinem extremen Verhalten gelungen ist oder gelingt, dir deine Eifersucht, die dir vielleicht vorher gar nicht bewusst war, zu spiegeln. Und ich wiederhole mich da immer gerne, wenn du denkst, das hat sie doch vorhin schon gesagt. Ja, das ist total wichtig, dass du für dich bewusst wahrnimmst, dass er dir wirklich als Spiegel dienen kann. Ja, dass du nicht her sitzt und sagst an dieser Stelle, das wie dieses, also Pamela, ich gehe damit überhaupt nicht in Resonanz, der hat ein Problem, nicht ich. Nein, nein, mit seinem extremen Verhalten, seiner arabischen Konditionierung, seinem Frauenbild, ist er vielleicht der Erste, der dir bewusst triggert, dass auch du da ein Thema hast. Ja, okay. Und zwar möchte ich dir jetzt mal erklären, warum denn dein Partner so wahnhaft und extrem eifersüchtig ist. Wie du ja gerade erfahren hast, ist es so, dass wir in der Kindheit, dass da der Ursprung gelegt wird für die Eifersucht oder in einer früheren Teenagerphase. Dass die Eltern, dass das der Verlust eines Elternteils sein kann. Und du hast auch gelernt, erfahren, dass die Evolution dafür Sorge trägt, dass die Eifersucht die Familie schützt. So. Jetzt kennst du ja das System von arabischen Familien, von diesem ganzen Konglomerat. Ein arabischer Mann darf also bis zu 4 Frauen haben. Und da merkst du schon, Evolution springt an. Eifersucht, die Frau dieses arabischen Mannes, die Erstfrau, und das wird auch dein Thema sein, dass du vielleicht auch eifersüchtig bist, weil er jetzt plötzlich eine Ägypterin oder eine arabische Frau heiraten soll, aus der gleichen Kultur. Und da springt die Eifersucht schon an. Und das kommt daher, dass in der arabischen Kultur Frauen wahrscheinlich schon immer mit Eifersucht zu kämpfen haben, weil sie oftmals nicht die alleinige Frau eines arabischen Mannes sind. Und dadurch schon Eifersucht entsteht. Das heißt, dein Mann, dein arabischer Mann, selbst wenn er gar nicht anstrebt, eine andere Frau zu heiraten, sondern dass du die einzig wahre für ihn bist, hat er trotzdem eine massive Eifersucht in sich, weil seine Mutter ihm die vorgelegt hat. Die war immer eifersüchtig, auch auf die Frauen, die anderen Frauen ihres Mannes. Sie musste ihren Mann mit anderen teilen. Es gab da verschiedene Kinder und die Familie war nicht geschützt. Ja? Und da ist damals schon Eifersucht. Und der Mann, dieser arabische Mann, der glaubt mit seinem Frauenbild, er könne bis zu 4 Frauen haben, hat ebenfalls das Thema, hoffentlich bei meinen 4 Frauen, kann ich da überhaupt die Kontrolle behalten? Ist es nicht so, wenn ich mich jetzt auf so eine westliche Frau einlasse, die eben nicht so gepolt ist und nicht so programmiert, dass die mir vielleicht ein Kuckuckskind bringt. Also das ist auch bei dem Mann so angelegt. Du musst dir das so vorstellen. Der ist ja immer drauf aus, dass er seine Gene schön verteilt und dass er das ja bis zu viel bei vielen Frauen machen darf, bis zu 4 Frauen. Dass diese Frauen, wenn dein Mann, dein Partner, ein Kind ist, ja, wo es noch viele Geschwister gibt, Halbgeschwister, weil noch andere Frauen und Geschwister im Spiel sind, dann ist Eifersucht ein Thema. Dann hat dein Mann erfahren, er muss seinen Vater mit anderen teilen, mit anderen Frauen und anderen Geschwistern, die er vielleicht nicht kennt. Ja, und dann ist das ein Grund für seine Eifersucht.
Und weil er immer mitgekriegt hat, dass die Mama auch eifersüchtig ist auf die anderen Frauen. Also kannst du dir vorstellen, dass das natürlich bei ihm eine extreme Form von Eifersucht, fast ein Wahn und ein Besitz ergreifen. Er sagt aus seiner Kindheitswunde heraus, ich möchte meinen lieben Vater, ich möchte also mein Vater, der auf den ich angewiesen bin, der die Familie schützt, nicht mit anderen Geschwistern und anderen Frauen teilen. Und deswegen hat er so ein kontrollhaftes Verhalten dir gegenüber. Das heißt, er will Besitz von dir ergreifen, damit er die Kontrolle erhalten kann. Und dann ist es ja auch so, dass wenn du mit diesem Frau Mann verheiratet bist, ob das ein Orphi ist, ja, in dem Moment, wo so ein komisches Dokument vorliegt, ich sage, Orphi ist ein komisches Dokument, bist du in seinen Besitz übergegangen. Es ist tatsächlich so, dass die Frauen im arabischen Bereich, die Männer, Besitz von den Frauen, die gehen in den Besitz des Mannes über. Und dass er natürlich seinen Besitz verteidigt. Und wenn er anstrebt, dich zu heiraten, vielleicht Orphi mit dir schon verheiratet ist und auch noch eine andere Frau hat oder mehrere Frauen, mit denen er Kinder hat, wird er ganz besonders eifersüchtig und besitzergreifend auf dich reagieren, weil er dich vielleicht nicht so kontrollieren kann wie seine anderen Frauen, weil du anders programmiert bist, weil du sagst, das lasse ich mir nicht gefallen, ich möchte das nicht, weil du vielleicht für ihn sehr selbstbestimmt wirkst oder auch nicht, oder er ganz genau spürt, dass auch du ein Thema hast und er dich da antriggern muss. Also jetzt kannst du auch verstehen, warum er sich besonders gut eignet, dir deine Eifersucht zu spiegeln. Und warum er teilweise so wahnhaft und kontrollhaft eifersüchtig ist. Also nochmal wiederholen, er hat als Kind eine eifersüchtige Mutter erlebt, die war sich ihrem Mann nie sicher, die wusste niemals, gibt es da noch mehrere Frauen. Lässt er mich hier sitzen für eine andere Frau, denn du weißt, wie das da abgeht, da wird mal ganz schnell eine Frau ausgetauscht, ja? Das heißt, diese Frau nimmt ihre ganze Eifersucht zurück, die drängt sie nach innen, aber der Junge spürt es. Der spürt die Angst der Mutter, dass sie ausgetauscht wird, dass sie weniger wert ist als eine andere Frau. Es lebt ihm seine Mutter vor und sein Vater lebt ihm vor. Ich habe das Recht, andere Frauen zu besitzen. Ich kann machen, was ich will und er erlebt seinen Vater abwesend, wenn er seinen Vater noch mit anderen Frauen und anderen fremden Geschwistern teilen muss. Und das löst in ihm seine Eifersucht aus und gleichzeitig wird ihm vorgelebt von seinem Vater, dass er eine Frau besitzen kann, wenn er sie ehelicht, dass sie dann in seinen Besitz übergeht und dass er dann einfach auch die Macht hat und mitspielen kann. Jetzt weißt du, warum dein Partner, dein arabischer Partner, sich so gut als dein Spiegel eignet und über seine Programmierung, die er kulturell und religiös, weil Allah ist da auch noch immer mit im Spiel, warum er so programmiert ist und warum er das so heftig auslebt. Ja, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Ich höre jeden Tag haarsträubende Geschichten von westlich geprägten Frauen, die glauben, sie sind emanzipiert, sie können ein selbstbestimmtes Leben leben und geraten dann, obwohl sie von jungen Frauen, die noch im gebärfähigen Alter sind, die in jungen Jahren sich in so einen arabischen Mann verlieben, dann bei ihm in der Heimat leben, bei ihm in der Heimat, also er nicht bei ihnen, und der sie da einsperrt. Die haben einen Orphi, der sie einsperrt, die tagelang das Haus nicht verlassen dürfen, der bestimmt, was sie isst, wann sie rausgeht, sie darf nicht ohne ihn rausgehen, sie darf das Haus nicht verlassen, der schließt sie ein. Und wenn sie mit ihm rausgeht, muss sie den Blick nach unten senken. Also das sind ganz, 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 ganz heftige Themen. Und da schreiben mich Frauen hilfesuchend, angsterfüllt an und sagen, Pamela, was soll ich mit dem machen? Der ist besitzergreifend, der ist eifersüchtig, ich darf nicht mal den Blick zu einem anderen überhaupt irgendwo hinwenden. Da sagt er sofort, ich würde andere Männer anschauen. Also das ist ein wahnhaftes, kontrollhaftes Eifersuchtsverhalten und von diesen Fällen gibt es viele, weil dieser Mann so konditioniert ist, weil er vielleicht ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat in seiner Kindheit. Ja, dass der Verlust des Vaters, Eifersucht der Mutter, die Angst der Mutter zu spüren, ich werde ausgetauscht mit einer anderen jüngeren Frau. Das geht ja ratzfatz, ja. Und der Mann vielleicht auch Angst hat, dass der Vater ihn verlässt oder verlassen wurde und er merkt, ich kann mich auf die Erwachsenen nicht verlassen und damit auch ein
einen Besitz ergreifen und er eben Besitz auf dich ergreifen darf, weil das in der arabischen Kultur so ist. Und jetzt weißt du, warum das so läuft. Ja? Und jetzt muss ich gucken, jetzt habe ich eine ganze Zeit lang frei erzählt, dass ich meine Notizen nicht verpasse, gell? Ja. Jetzt wollen wir aber wieder die Aufmerksamkeit auf dich lenken, denn wie du ja weißt, ist er nur dein Spiegel. Mit seinem extremen Verhalten sagt er dir, schau hin, wo bist du eifersüchtig und kannst dir das nicht eingestehen. Und wir wollen jetzt deine Aufmerksamkeit wieder zu dir lenken und weg vom Partner, weil wir wollen, wie du weißt, du kannst ausschließlich nur dich in deinem Leben verändern und einen anderen Menschen kannst du nicht verändern. Du kannst nur dich verändern. Du bist der einzige Mensch, den du verändern kannst. Ja, das ist total wichtig. Und wenn du erkannt hast, durch das Verhalten des Partners oder vielleicht selber schon gemerkt hast, ich habe mit Eifersucht zu kämpfen, dann den Blick hinzulenken in deine Kindheit, woher stammt die, welche Erfahrungen, welche tiefgehenden Erlebnisse hatte ich, dass diese Eifersucht in mir ausgelöst wurde. Ja, und dass du da hinschaust, dass du da die Verantwortung übernimmst und sagst, ich will mir das anschauen, ich will das in mir lösen. Dass du diese Themen in dir löst, dass du diese Angst in dir löst, das, was das ausgelöst hat, in dir erlöst. Und wenn du das geschafft hast, also wenn du das nachhaltig gut in dir aufgearbeitet hast und erlöst hast, und das ist ein Prozess, das geht nicht über Nacht, kann es sein, dass du damit auch deinen Partner beeinflusst, ne? Dass du für dich das klärst und er plötzlich sich dir gegenüber nicht mehr so verhält. Oder du das erlöst hast und sagst, ich kann mit diesem wahnhaften Eifersuchtskontrollverhalten nicht umgehen. Das macht mir Angst, das macht mir Sorge, das ist nicht normal. Ich grenze mich von diesem Mann ab. Das rate ich dir, wenn der Mann wirklich so extrem ist, dass der solche Sachen macht, dann ist es deine Pflicht, gut für dich zu sorgen, dir Hilfe zu suchen, wenn der dich irgendwo eingesperrt hat, dass du dir fremde Hilfe, also Hilfe suchst, deine Ausweispapiere bei dir trägst, ja, und die nicht aus der Hand gibst. Und deine Flucht planst sozusagen mit Hilfe von anderen Menschen, denen du vertrauen kannst, dass du von diesem Mann dich schützt und keinen Kontakt mehr zu ihm aufnimmst und Grenzen setzt und es bei ihm lässt. Denn du wirst ihn nicht retten können, du wirst ihm nicht helfen können, aber oft ist es ja so, dass in dir dieses Muster des Verlassenwerdens so groß ist, dass du lieber seinen Wahn aushältst, und lieber seine Kontrolle und seine Machtausübung über dich ergehen lässt, als dass du dich traust zu sagen, ich gehe in mein Leben, ich setze hier eine Grenze. Und das ist für dich ein Zeichen, dass du dringend, sehr, sehr dringend professionelle Hilfe nötig hast. Dass du therapeutische Hilfe brauchst, also wirklich dir professionelle Hilfe suchst. Ganz wichtig, das ist ein Zeichen dafür, wenn du dich in einer solchen Situation befindest, wichtig, dir professionelle therapeutische Hilfe suchst, dass du aus dieser Falle rauskommst, denn das ist sehr toxisch und es ist gefährlich für dich, dass du dich dieser Gefahr nicht länger aussetzt. Das jetzt nur mal am Rande, ich gehe dann später nochmal darauf ein, denn wenn wir uns das alles angeschaut haben, möchte ich dir natürlich auch 3 Tipps mitgeben, wie du mit deiner Eifersucht umgehen kannst, denn du hast jetzt gelernt, du kannst es nur bei dir ändern und nur du kannst dich verändern und da sollen dich meine 3 Tipps unterstützen. Und bleib noch bis zum Schluss dran, auch wenn das Video wieder ein bisschen länger wird. Ich gebe dir zum Schluss noch eine ganz klare Übung an die Hand, wie du dich deiner Eifersucht stellen kannst, wie du ja, deine Eifersucht die Kontrolle über dich entziehen kannst. Und das kannst du nur bei dir. Okay? So, jetzt gucken wir mal. Jetzt muss ich wieder gucken. Das habe ich so viel freigesprochen. Was habe ich denn jetzt schon erzählt, was hier auf meinem Zettel steht, dass ich dir nicht doppelt erzähle? Ja? Genau, wenn du nämlich lernst, deine Eifersucht, wenn du das lernst, bei dir zu bleiben, auch mit Hilfe von jemandem, der dich da begleitet, der dich da stärkt, du das lösen kannst, du das wandeln kannst, das erlösen kannst, dass du ganz bei dir bleiben kannst und dann du mit den Eifersuchtsattacken deines Partners auch
gut umgehen kannst, dass du da ganz bei dir bleiben kannst, dass die dir keine Angst machen, dass du Grenzen setzen kannst, wenn es in einem normalen Verhalten ist, wenn es nicht wahnhaft ist. Und wir wissen, das kann bei arabischen Männern sehr schnell in Wahn- und Kontrollsucht umschlagen. Ja, da haben wir schon die tollsten Geschichten erhört. Insbesondere, wenn du schon Erfahrungen vom Betrogen und Belogenwerden gemacht hast, ja, und du das Gefühl hast für dich, wie in einem dunklen Tunnel zu sein, in einem dunklen Flur zu wandeln und ganz vorsichtig, sachte, kontrollhaft dich bewegst, weil du Angst hast, dass bei jedem Schritt sich unter dir eine Falltür auftun kann und du da reinfällst, weil du wieder betrogen und belogen worden bist. Und dass diese Unsicherheit, dieses Gefühl von einer Falltür in die nächste zu fallen, dass du da ein bisschen lockerer mit umgehen kannst oder merkst, ich muss mich nicht so angstvoll durch mein Leben bewegen, dass du deine Eifersucht nicht die Kontrolle in deinem Leben gibst, sondern dass du einfach für dich gucken kannst, wie komme ich aus dieser Angst raus, aus dieser Kontrollsucht, sodass ich mich meinem Leben hingeben kann, weil das ist kein lebbares Leben, das macht keine Freude, das fühlt sich nicht gut an, auch mein Körper ist davon betroffen, also ich habe Kopfweh, ich habe Bauchweh, das höre ich ganz oft bei Frauen. Pamela, mir geht es körperlich schon ganz schlecht. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr, ich habe keine Energie mehr. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das kann daran liegen, dass du eben, ja, aus lauter Angst, wieder belogen und betrogen zu werden, dein ganzes Leben kontrollierst und in Habachtstellung bist, dass dir ja nichts entgeht und dann deinen Partner ständig beobachtest, ihn stalkst, auf Social Media sein Profil andauernd anguckst und guckst, ob es da wieder irgendwelche Anzeichen gibt, wenn das passiert. Ich mindestens zweimal am Tag, Pamela, und dann fange ich an zu stalken. Dann gucke ich, ob wann der online ist und dann gucke ich, wem der ein Like gegeben hat. Und dann ärgere ich mich, dass der online ist und anderen Herzchen verteilt und mir nicht mal schreibt. Und dann sehe ich, dann habe ich Angst, dann geht das Kopfkino los. Das hat er letztens schon mal gemacht und dann war eine andere Frau im Spiel. Dann hat er mich betrogen und belogen und ich habe das gar nicht gemerkt. Dann hat er mir Lügen erzählt und ich habe sie geglaubt. Und so rennst du wie durch ein Tunnelsystem in der Angst. Wo ist die nächste Falltür? Wo werde ich wieder betrogen? Wo werde ich wieder stehen gelassen? Wo werde ich wieder missachtet? Wo werde ich wieder ausgetauscht durch eine andere Frau? Das ist ein ganz, ganz furchtbares Gefühl. Ja, das ist ganz gruselig. Und in dieser Anspannung kannst du dein Leben nicht genießen. Das heißt, in dieser Anspannung kannst du dich auch gar nicht für eine Partnerschaft öffnen. Da kannst du die Mauer, die du um dein Herz gezogen hast, gar nicht runterfallen lassen. Und das wiederum merkt dein Partner. Das spürt der energetisch und damit treibst du ihn von dir weg. Ja, der nimmt es wahr. Und jetzt muss ich mal gucken. Ja, du kannst dich nicht entspannen, du bist total nicht im Vertrauen, du hast nur Misstrauen und Zweifel, du hast keine Zuversicht mehr und machst damit deine Beziehung erst recht kaputt. Nicht nur dich und den Partner und umgedreht er natürlich auch, ja, aber so geht eure Beziehung kaputt. Und von daher ist es jetzt gut, dass du hier bist, dass du dir dieses Video anschaust und dir meine drei Tipps zu Gemüte führst. Ja? Die wir auch in meinem Programm, die 5 Erfolgsschlüssel für eine deutschsprachige Frau, um eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem arabischen Mann leben zu können. Da gehen wir auch ganz speziell da ein. Da ist das eine der Schlüssel. Es geht da um die Blockaden. Erkenne deine Blockaden und deine Themen. Und da schauen wir uns das sehr genau an. Und da lösen wir das auch auf. Ja? Hierzu kannst du dich übrigens unter meine E-Mail, die du hier unten findest, unter dem kleinen grauen Pfeil, eröffnet sich ein Fenster. Du kannst mir eine E-Mail schicken und kannst dich für dieses Programm bei mir bewerben. Denn ich kann natürlich nur diese drei kleinen Tipps, aber nachhaltigen Tipps hier geben und dir anschließend noch die Übung mitgeben. Aber in dem dreimonatigen Coaching, in diesem Programm, gucken wir uns das ganz genau an und da begleite ich dich auch, ja? Unter dem Schlüssel erkenne deine Blockaden. Also, und hier kommt der erste Tipp. Verstehe deine Eifersucht. Verstehe die Eifersucht, setze dich damit auseinander. Das heißt, schau nicht weg, verdräng sie nicht, erkenne, dass du eifersüchtig bist.
Setze dich damit auseinander, arbeite an der Besserung, ja, dass du lernst oder arbeite daran, dass du nicht mehr eifersüchtig sein musst, dass du dich bessern kannst. Du möchtest bewusst wahrnehmen, wo du dir die Eifersucht eingefangen hast, nämlich in der Kindheit oder in dem frühen Erwachsenendasein. Du möchtest das durchdringen, du möchtest das richtig durchdringen, du möchtest in die Tiefe gehen, du möchtest das erfahren, du willst wissen, wo kommt es her, ja, und du willst daran arbeiten. Und gerne kannst du all das auch mal in ein persönliches Heft schreiben. Das rate ich dir übrigens, ja, dass du dir so ein schönes Heft kaufst, wo du dir deine persönlichen Notizen machen kannst. Schreib das mal alles auf. Wenn du dann selber schon durch meine Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, dahinterher oder darauf gekommen bist, wer in deiner Kindheit diese Eifersucht in dir ausgelöst hat und warum, ja, und in deiner frühen Jugend. Schreib es auf, notier dir das, schreib es dir von der Seele, schreib es raus aus deinem System. Wenn du es aufgeschrieben hast und schwarz auf weiß hast, ist es erstmal aus deinem System draußen und wabert nicht ständig hoch und runter und du musst es nicht ständig zerdenken und es ist raus. Es ist schwarz auf weiß und dein System ist praktisch entlastet. Ja, es muss sich nicht ständig damit auseinandersetzen. Das heißt, damit machst du mal praktisch Licht in deinem Keller an, wie ich vorhin schon gesagt habe, und erkennst, was da die ganze Zeit im Dunkeln in der Kiste im Regal steht und vor sich hinschwelt in deinem Unterbewusstsein. Was ist da los? Das ist der erste Tipp, dass du dich damit auseinandersetzt und dir zugestehst, ja, eingestehst, da ist was, da muss ich mal hingucken. Der zweite Tipp ist, such dir professionelle Hilfe. Suche dir professionelle Hilfe. Wie ein Coaching oder gar eine Therapie. Denn die Eifersucht, die kann so gemein sein, die hat so viele unangenehme, bösartige Gesichter, dass sie jede Beziehung vorzeitig beenden kann. Auch Freundschaften können da jäh dran zerbrechen. Ich führe täglich Gespräche mit betroffenen Frauen, wirklich täglich, die von ihrer Eifersucht fast zerfressen werden oder die andere Geschichte, dass die Eifersucht des Mannes sie zerfrisst und ihr Leben zur Hölle macht. Und so unüberlegt aus dieser Eifersucht heraus ganz komische Dinge tun, handeln und so zerstörerisch auf ihre Beziehung einwirken. Ja, indem sie stalken, indem die dem Mann was unterstellen, indem die sagen, ich habe gesehen, weißt du was genau, von was ich spreche, wenn dein Kopfkino losgeht. Suchst du nach Beweisen, dass er dich betrügt, dass er dich belügt und du fängst dann an, du hast wie einen Tunnelblick, du kannst nichts mehr anderes sehen. Und nimmst jede Kleinigkeit und jeden kleinen Anlass dazu, ihm eben zu unterstellen, dass er ein Fremdgänger ist und dass du Grund zur Eifersucht hast. Und das kann natürlich sehr belastend auf deine Beziehung auswirken. Und stell dir mal vor, wie es umgedreht ist. Wie fühlt sich das für dich an, wenn dein Partner dir ständig unterstellt, du darfst mit dem nicht sprechen? Das machen arabische Männer sehr gern aus ihrem Besitzerspruch heraus. Und aus ihrer Konditionierung heraus, ihrer eigenen Eifersucht. Du darfst das nicht mehr, du darfst mit keinem anderen Mann mehr sprechen, du darfst dich nicht mit Männern treffen, du weißt, wie sich das anfühlt und wie unangenehm das ist. Und es kann gar sein, und jetzt will ich nochmal, das habe ich nicht auf meinem Notizblatt stehen, das fällt mir jetzt gerade so ein, dass du die erste Zeit, wo du diesem Mann begegnet bist und du schon erste Anzeichen von solchem Besitzanspruch und wahnhaften, kontrollhaften Eifersuchtsdenken bei ihm wahrnimmst, es aber verwechselst mit super Interesse an dir. Und du das Gefühl hast, boah, der ist aber besonders an mir interessiert. Der erzählt dir vielleicht am Anfang noch, ich muss auf dich Acht geben. Bei uns der arabischen Kultur gibt ein Mann auf seine Frau Acht. Das findest du am Anfang noch toll und glaubst, dass es ein Beweis seiner Liebe ist. Bis du dann mit ihm verheiratet bist und die Hölle erlebst. Also, pass auf, wenn du wahrnimmst, am Anfang eurer Beziehung und aus deiner Bedürftigkeit heraus das mit Liebe verwechselst und denkst, das ist
der passt auf mich auf, ich kann mich geschützt fühlen, das ist eine besondere Form der Aufmerksamkeit, die hat mir noch nie ein Mann gegeben. Dann sollen bei dir bitte alle Alarmglocken klingeln, dann kannst du da schon merken, dass dieser Mann da noch ganz andere Geschütze auffahren wird. Verwechsel das nicht mit besonderer Aufmerksamkeit, fühl dich nicht geschmeichelt und verwechsel es nicht mit Liebe, das ist krankhaft und das sind schon die ersten Anzeichen. Da musst du schon anfangen, Schutzmechanismen und Strategien aufzubauen und dich vor ihm zu schützen und ihm Grenzen zu setzen. Verwechsel es nicht mit Liebe und besonderer Aufmerksamkeit, die er dir zukommen lässt. Das wächst sich aus zu ganz, ganz schlimmen Dingen. Ja, also verwechsel das bitte nicht und setz deine rosa-rote Brille ab, wenn du merkst am Anfang, dass er so ein Verhalten zeigt und setz ihm Grenzen. Setz ihm ganz klar Grenzen. Du bist ein freier Mensch, er hat dich nicht zu besitzen. Also, das Klammer auf, Klammer zu. Wenn du aber jetzt erkennst, ich bin selber eine Betroffene, ich bin hochgradig eifersüchtig, der hat noch andere, ich stalk den auf Social Media und er dir vielleicht schon sagt, er sollte, du sollst es bitte lassen. Vielleicht ist es schon so weit gekommen, ich kenne Frauen, die werden von ihren Männern blockiert, von ihren arabischen Männern blockiert, auf allen Social Media Kanälen, weil sie es derart übertrieben haben, dass die Männer ihnen keinen Anlass gegeben haben, aber sie solche Dinge tun, weil sie so krankhaft eifersüchtig sind, weil bei ihnen das Kopfkino läuft, ja. Wenn ein Mann sich von dir zurückzieht, wenn der von dir aus mit dir aus dem Kontakt rausgeht, wenn es am Anfang vielleicht schön war und er anfängt, sich nicht mehr zu melden, dann ist das immer ein Alarmzeichen für dich, dass du über seine Grenzen gegangen bist und dass er dir damit einen Stopp gibt. Ja, auch da darfst du hingucken. Und wenn dann das Kopfkino losgeht und du glaubst, der zieht sich ja nur zurück, weil da andere Frauen im Spiel sind und du stalkst ihn und du fängst an, ihm das Leben zur Hölle zu machen und ihm Dinge zu unterstellen, die er gar nicht gemacht hat, darfst du bei dir auch therapeutische Hilfe holen, denn da bist du krankhaft, wahnhaft eifersüchtig. Also das kann auf beiden Seiten sein. Ja? Also pass da auf und mach nicht so, projiziert es nicht auf ihn und verhalte dich selbst so. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Ne? Deine Beziehung gerät nämlich sowohl auf seiner Seite wie bei dir, wenn ihr beide so wahnhaft eifersüchtig seid, in extreme Schieflage. Wenn du die ersten Anzeichen schon nicht erkennst, gerät die Beziehung schon in eine Disbalance und dann später kippt das Ganze und du kannst es nicht mehr umbiegen. Wenn es erstmal eine Zeit lang so gelaufen ist und er sich so, dich so behandelt hat, wird er dich weiterhin so behandeln. Also pass da auf, in erster Linie, erkenne die Anzeichen. Und setze Grenzen und pass auf, dass auch du ihm nicht irgendwas unterstellst, denn du auf deiner Seite kannst genauso krankhaft eifersüchtig sein. Ja? So, es bringt eure Beziehung zum Kippen und in eine gravierende Schieflage. Und jetzt kommen wir zum Thema selbstgewählte Prophezeiungen, ja? Die dazu führen, dass du ihr euch gegenseitig Dinge unterstellt, dass es da andere gibt, weil ihr ein Thema damit habt. Das auf den anderen projiziert und der tatsächlich mit der Zeit tatsächlich so reagiert, in ein Abwehrverhalten geht, sich anderen Menschen zuwendet, weil er das auf der anderen Seite nicht mehr ertragen kann, weil der andere ihn mit seinem Wahn da reintreibt. Kennst du das auch, dass du irgendwann sagst, ich kann mit dem nicht mehr zusammen sein, wie konnte ich den mal so lieben? Du wendest dich anderen Menschen zu und schon ist seine selbstgewählte Prophezeiung in Erfüllung gegangen und umgedreht genauso. Das heißt, du hast es auf ihn projiziert und er muss es dir spiegeln und dann damit du sagen kannst, siehste, ich habe allen Grund, um eifersüchtig zu sein. Das sind selbstgewählte Prophezeiungen und die treten dann immer wieder zutage. Ja? Also auch da, dass du dich mal an dein Näschen fassen und mal sagen, ich glaube, es ist Zeit, dass ich mir professionelle Hilfe hole. In Form von, wenn du schon im Wahn bist, von der Therapie. Ansonsten ein Mentoring oder ein Coaching bei einem gut professionell ausgebildeten Menschen, der sich damit gut auskennt. Und wie gesagt, in meinen 5 Erfolgsschlüsseln gucken wir uns diese Sache an. Also ich bin Mentorin, auch ich begleite dich da, wenn du noch nicht in dem Wahn bist. Wenn ich im Erstgespräch merke, dass du schon im Wahn unterliegst, schicke ich dich weg. Das kann ich nicht bearbeiten, weil ich bin keine Therapeutin. Das kann ich nicht klären. Ich kann das nur klären, wenn du merkst und da hast du eine Selbstreflexion und sagst, ja, da ist was, ich will da hingucken. Dann bist du bei mir an der richtigen Stelle, dann können wir das aufgreifen. Wenn du in einem Wahn drin bist, schicke ich dich weg und sage,
such dir bitte einen Therapeuten. Also ganz klar, da bin ich sehr, sehr klar, auch im Erstgespräch. Deswegen sage ich immer, du kannst dich für ein Coaching, für ein Mentoring bei mir bewerben. Und wenn ich merke, es passt, ist gut. Ansonsten, nein. Ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht erledigen. Da fehlt mir die Ausbildung dazu, da bin ich nicht dafür zuständig. Oder ja, da bin ich, ja, da braucht es eine andere Professionalität. Genau, so. Ja, da kann es nämlich so weit kommen, dass der Partner oder du, ihr wollt gar keine Zeit mehr miteinander verbringen, weil der andere so ekelhaft und drängend. All das passiert und erwarte bitte nicht, dass du das alles alleine schaffen kannst, ja, und lösen kannst. Diese Dynamik wird dich überrollen. Du wirst es nicht alleine hinkriegen. Hol dir darum Hilfe und Unterstützung. Wenn es zu extrem und krankhaft wahnhaft wird, sollte dein Partner derjenige sein, der extrem und krankhaft eifersüchtig ist, dann solltest du ganz klar den Kontakt zu ihm abbrechen. Dann musst du dich schützen. Das ist ganz klar. Grenzen setzen, den Kontakt abbrechen, ihn auf Social Media blockieren, dass er nicht mehr an dich drankommt. Weil das wird wahnsinnig. Das kann sehr zu deinem Nachteil werden. Ja? Also wir haben schon ganz oft solche Storys gehört. Ich kann solche Storys nicht leiden, ich will das auch nicht. Aber wenn Eifersucht krankhaft ist, neigen Menschen dazu, auch andere Menschen umzubringen. Ja, also das wissen wir alle. Ich will nicht von solchen Fällen sprechen, aber wenn du merkst, dass dein Partner solche Anwandlungen hat, schütze dich, geh weg. Und nimm das gleich am Anfang wahr, wenn er schon von früh an anfängt, dich zu kontrollieren und zu stalken. Ja, und dir erzählt, es ist ein besonderes Interesse, das mache ich ja nur, weil ich dich liebe. Da müssen dir schon alle Alarmglocken klingeln. Also, schütze dich davor und sieh zu, dass du da von ihm wegkommst. Also, und hör auf, ihn retten zu wollen und hab nicht die Hoffnung, dass er sich jemals verändert. Ja? So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir denn hier? Jetzt sind wir bei Tipp 3. Und du weißt, du kannst ihn nicht ändern. Du kannst ihn auch nicht retten. Hör auf, das zu glauben. Ganz viele Frauen stehen vor mir und sagen, ich liebe den doch so. Und fangen ihr Rettungsprogramm an, ihren Rettungsschirm auszubreiten. Wollen ihm helfen. Er tut mir doch so leid, was der erduldet hat. Nein, das ist nicht deine Aufgabe. Das kannst du nicht. Du übernimmst dich. Du willst einen Mann und du bist nicht die Therapeutin. Merk dir das bitte. Und nicht seine Retterin. So, also. Tipp 3. Der Eifersucht das Handwerk legen. Und es musste durchbrechen. Oh je, wir nähern uns schon wieder eine Stunde. Ich will bei 60 Minuten heute fertig sein. Während du merkst, dass du in bestimmte Gedanken rutschst, in Eifersucht fällst, also ne, wenn du Kopfkino hast und du merkst, jetzt springt die Eifersucht an, du in diese Grübelfalle gerätst. Du kennst das, ne? Du fängst an, ein Gedanke kommt, du hast irgendeinen Verdacht und dann geht die Grübelfalle los. Und dann fängst du an. Und es dreht sich immer weiter und immer schlimmer. Gerätst du dich dabei erwischt, dass du ständig auf das Profil, Social Media Profil, deinem Partner herumtreibst, dass du dich da rumtreibst und nach Beweise für seine Untreue suchst, dann sag dir bitte Stopp! Stopp! Ganz laut. Sag Stopp. Ziehe einen Schlussstrich und wehre dich gegen deine Angewohnheiten. Ja, wehre dich gegen deine Konditionierung und gegen dein Programm. Und sage ganz laut, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich, ich wehre mich gegen meine Angewohnheiten. Ich durchbreche das Muster, ich lasse meinen Körper nicht mehr länger diesen Automatismus verinnerlichen. Ich gewähre dem das nicht, dass der da weitermacht und dieses Programm immer mehr verinnerlicht und konditioniert. Ich programmiere ihn nicht länger darauf. Ich lasse es nicht zu. Das musst du mit deinem Verstand machen. Du musst sagen, Stopp. Schluss jetzt, weil der Körper macht das automatisch. Das musst du ihm verwehren. Da musst du einen klaren Schlussstrich ziehen. Und ganz klar sagen, komm da raus. Dieses Commitment musst du mit dir eingehen. Ganz wichtig. Das ist ganz toll. Also, das ist der dritte Punkt. Der dritte Tipp. Und du siehst, es verlangt,
deine Selbstreflexion und deine eigene Kraft, deine eigene Tatkraft und deine Disziplin. Und jetzt noch, wie versprochen, die kleine Übung. Schön, dass du bis hier geblieben bist, dass du so lange zugehört hast. Und jetzt kommt noch zu deiner Belohnung die kleine, aber tiefgehende Übung für dich. Und da wollen wir mal gucken. Konfrontiere deine Eifersucht. Konfrontiere sie. Wenn sie wieder von dir Besitz ergreift, dann schau ihr in die Augen und sage: Ah, oha, du willst mir gerade wieder Angst machen. Okay, womit willst du mir Angst machen? Wenn die Eifersucht will dir Angst machen. Womit willst du mir Angst machen? Dann nimm dir wieder dein kleines Heft und schreib dir genau auf, was schlimmstenfalls, worst case, passieren kann, ohne dein Zutun. Da werden so kleine Dinge wie, ich werde vernachlässigt, anderen schreibt der, dem schickt dein Herz mir nicht, der hat nie Zeit für mich. Sowas wird bei dir hochkommen. Aber auch die heftigen Dinge wie, der wird sich von mir trennen. Da gibt es schon wieder eine andere Frau. Das hatten wir doch erst. Der wird wieder fremd gehen. Und er wird mich wieder belügen. Ich kann ihm nicht vertrauen. Schreib all das auf. Nimm all deinen Mut zusammen. Und nähere diesen Schmerz. Dieses ohnmächtige Gefühl von Eifersucht nicht länger. Nähre das nicht länger. Schreib's auf. Schau dem ins Gesicht. Schau dem richtig ins Gesicht. Lass es nicht größer werden, sondern schau's dir an. Sei mutig, geh da drauf zu. Schreib's dir auf, dass du schwarz auf weiß hast. Ja? Was in dir hochkommt. Sei mutig. Und dann hast du es schwarz auf weiß, wovor du wirklich Angst hast. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja, also lass diese Angst dich nicht mehr beherrschen. Ja, also, sorry, ich muss jetzt gerade gucken. Ich war gerade abgelenkt. Meine Konzentration lässt nach. Wird Zeit, dass ich das Video beende. Also, das siehst du dann, wenn du das aufschreibst, wovor du wirklich Angst hast. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Das, was da steht, kann jedem passieren. Das gehört zum Leben. Und es kann dir in jeder Beziehung und jeder Zeit passieren. Davor ist niemand gefeit und geschützt. Sei dir dessen bitte bewusst. Aber für ein erfülltes Leben macht es einfach keinen Sinn, ständig in der Angst verhaftet zu bleiben. Ja, das bringt dir gar nichts. Sondern für das Leben macht es einen Sinn und trägt ihm bei, sich auf das Leben zu konzentrieren. Das war jetzt ein philosophischer Satz, aber der soll dir beitragen. Dass du nicht geschützt bist und dass du das Leben nicht kontrollieren kannst und dass das Leben eben nun mal aus solchen Situationen und Ängsten besteht und kein Mensch davor geschützt ist. Ne? Deshalb müssen wir unsere Ängste durch Konfrontation die Energie nehmen, ihnen den Garaus ausmachen, dass sie uns nicht bestimmen können. Und bitte denk auch daran, dass dein Partner nicht dein Besitz ist. Du nicht sein Besitz bist und er auch nicht dein Besitz ist. Und er muss lernen, dass er eine Frau niemals sein Eigen nennen kann. Wie oft höre ich da Frauen sagen, meine hat, also wenn Frauen zusammen sind, meine hat, mein Mann, meine hat, oft nicht mal mein Mann, mein Partner, sondern meine hat die Angewohnheit, meine tut, meine macht. Oh, da läuft mir immer eiskalt den Rücken runter. Denn diese Frauen merken nicht, dass sie unbewusst ihren Partner zu ihrem Besitz ergriffen haben und wundern sich, dass im Außen der Partner besitzergreifend ist. Ja? Dass sie ihn nutzen wie ein drittes Bein, wie eine Krücke. Und dass sie denken, er gehört ihnen.
weil sie verheiratet sind oder weil sie sich miteinander committed haben, weil er sich zu ihr bekennt, ja, mit ihr committed hat, weil er eine verbindliche Partnerschaft mit ihr eingegangen ist. Aber es ist niemals auf Augenhöhe, wenn du als Frau glaubst, deinen Mann besitzen zu können. Und das geht umgedreht schon gar nicht, ja. In Wirklichkeit sind wir nämlich alle freie Wesen und keiner hat das Recht, uns zu kontrollieren und besitzen zu wollen. Und jetzt rate mal, wann der Partner, dein Partner oder du, wann dein Partner Liebe an deiner Seite ist. Wann ist dein Partner Liebe an deiner Seite? Wann kannst du dich bei deinem Partner entspannen? Wann fühlst du dich mit ihm wohl? Dann, wenn er keinen Druck auf dich ausübt und wenn du keinen Druck auf ihn ausübst. Wenn ihr euch beide miteinander vergnügen könnt, auf Augenhöhe euch begegnet und das Leben miteinander ohne Erwartungen, ohne Druck, ohne Stress, ohne Angst miteinander leben könnt, sodass eure Beziehung aus der Schieflage wieder in die Balance kommt und ihr euch auf Augenhöhe treffen könnt. Ja, das war ein philosophischer Abschluss und es hat wieder eine Stunde gedauert. Ei, ob ich mal Videos unter einer Stunde hinkriege, wage ich zu bezweifeln. Aber das macht ja auch nichts. Du kannst es ja in Etappen anschauen. Ich danke dir von Herzen für dein Interesse. Ich danke dir für deine Kommentare. Da kommen ja ganz viele. Ich danke dir für dein Sein. Ich danke dir für deine Likes. Ich danke dir dafür, dass du in meine Gruppe kommst auf Facebook, wenn du die Möglichkeit hast. Unten verlinke ich sie dir. Und ich möchte dir noch eine andere Gruppe empfehlen, die gerade sehr, sehr stark wächst, die immer größer wird und wo gerade so eine ganz schöne Energie aufkommt, also wo ganz viele Frauen jetzt in diese Gruppe kommen, und zwar das Leben mit einem Ägypter. Ich werde sie dir auch nochmal verlinken. Ich bin da auch immer mal live, ich werde da immer mal eingeladen dazu, jetzt am kommenden Mittwoch, am 7.7. um 20 Uhr bis 21.30 Uhr bin ich eingeladen worden, dort von den Gruppenmitgliedern über die Admina da live zu sein. Und ich referiere da über das Thema, ich spreche darüber, warum die Heirat mit einem arabischen Mann, warum du als deutschsprachige Frau die Heirat mit einem arabischen Mann zu schnell eingehst und was das für Konsequenzen haben kann. Ja, da werde ich drüber sprechen. Und es gibt anschließend noch eine kleine Fragerunde. Die Fragen werden gerade gesammelt in der Gruppe. Und die Admina lässt sie mir dann zukommen, sodass ich sie beantworten kann. Und die können auch ruhig anonym sein, weil dieses Live kann man sich auch immer wieder angucken. Und die Leute, die diese Frage gestellt haben, die werden dann schon wissen, wem ich antworte. Da brauche ich auch keinen Namen. So, ich danke dir von Herzen für dein Sein, für dein Interesse an meinem Kanal. Es ist richtig schön und ich freue mich immer auch, wie er langsam wächst. Und lass ihn auch weiter wachsen. Gib mir einen Daumen hoch, schenk mir ein Abo, drück die kleine Glocke, dass du kein Video von mir verpasst, weil ich die nicht so regelmäßig mache. Und ich habe es ja vorhin schon erklärt, dass das manchmal ganz schön lange dauert, bis ein neues Video von mir kommt. Gerne kannst du mir auch einen Energieausgleich für meine Arbeit geben. Wenn du eine Wertschätzung mir geben möchtest, du findest unten mein Konto, da kannst du mir einen kleinen Betrag auf mein Konto überweisen, weil du sagst, Pamela, deine Arbeit ist so wertvoll, du nimmst dir so viel Zeit, es ist kostenlos, was du hier raushaust, und ich möchte dir einen Energieausgleich schenken für das, was du alles für uns tust und wie sehr du mir beiträgst. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, und das gibt auch mir wieder neue Energie, um hier weitere Videos für dich drehen zu können. Gerne kannst du mir auch Anregungen schreiben oder mir per E-Mail schreiben. Kannst dir auch per E-Mail bei mir ein Erstgespräch holen, wenn du Gesprächsbedarf hast. Wenn du dich für die 5 Erfolgsschlüssel bei mir bewerben möchtest, wenn du die Möglichkeit erfahren möchtest, wenn du an deiner Eifersucht weiterarbeiten möchtest, sagst du, oh, wie sieht es ganz schön tief, aber einen Therapeut brauche ich jetzt dann doch noch nicht. Ja, und wenn du lernen willst, in deine wahrhaftiges Frausein zu kommen, dass du dann auch mit deinem arabischen Mann auf Augenhöhe gucken kannst, dem auch mal Grenzen setzen kannst und ihr euch dann auch gegenseitig in erfüllte Beziehung miteinander leben könnt. Dein Herzenswunsch sich erfüllt. In diesem Sinne, gehabt dich wohl. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.